Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Witcher Hearts of Stone. Wir wollten jetzt nochmal kurz mit dem Runenschmied labern. Ja. Ja, rüste mal was auf. Würdest du mir etwas anfertigen? Aha. Runenwörter und Glyphenwörter. Du kannst Gegenstände mit Runenwörtern. Okay. Hier werden Gegenstände angezeigt. Jo. Dies ist eine Liste aller Runen und Glyphenwörter. Ja. Beschreibung der Verzauberung. Hier scheint eine Beschreibung. Verzauberungen haben verschiedene Stufen. Zum Verzaubern eines Gegenstands. Verzauberungen auf der Liste können hinzugefügt werden. Okay. Alles klar. Okay. So. Okay. Ja. Also, das ist ja sowieso so ein Ding. Also, brauchen tun wir sowieso solche Sachen nicht wirklich. Deswegen. Wir sind einfach eh ein mieser Motherfucker. Wir stechen jeden ab, wenn es sein muss. Und wenn es ein bisschen schwieriger wird, krieg's auch hin. Also, aber wir haben es ja mal gesehen, jetzt ausprobiert, investiert. Und damit ist ja auch genug erstmal. Warte mal. Yes. Das trifft sich doch ganz gut. Hat er noch irgendwas zum Kaufen? Ich glaube nicht. So. Die nördlichen Königreiche. Gefällt es dir hier? Oh ja. Noch nie habe ich ausgedehntere Wälder und einen solchen Himmel in derartig ungewöhnlichen Farben gesehen. Nördlinge allerdings sind eigenartig. Wortkarg, verschlossen. Und auf den Straßen wimmelt es von Banditen. Aber daran ist wohl der schreckliche Konflikt schuld. Danke. Bis dann. Danke. Bis dann. Okay. So, was machen wir denn jetzt? Aha. Hexeaufträge. Nebenquest. Sprich mit dem Kräuterkundler. Machen wir das da nochmal jetzt. Ein Hexer. Ein Hexer. Lebendig. Exakt, Junge. Beruhig dich, lieber. So, warte mal. Ah, perfekt. Können wir direkt neben den aussteigen, sozusagen. Uns hinreisen lassen. Hinreisen, aussteigen, mitfahren. Ja. Schnellreise halt. Ach ja. Ach, du bist sogar der Kräuterhändler. Ach so, cool. Hier waren wir doch schon mal. Hallo. Ich bin wegen des Auftrags hier. Oh, ein Interessent. Endlich. Alle faseln von Armut, aber wenn es Arbeit gibt, sind sie ganz still. Die Leute sind faul. So sieht's aus. Kommt zum Punkt, wenn's dir nichts ausmacht. Ja, ja. Tut mir leid, das Gerede. Ich mach mir eben Sorgen. So viel Zeit ist vergangen ohne ein Wort. Puh. Mein Lehrling, Volkert. Ich habe ihn in den Totenwald geschickt. In der Nähe von Martin Feules Hof. Mir ist Handfaser ausgegangen, weißt du?
Und das blöde Zeug wächst dort in Massen. Lass mich raten. Er ist nicht zurückgekommen. Ja, nein, ist er nicht. Bitte finde ihn und bring ihn zurück, gesund und munter. Ich kann nichts versprechen, aber ich kann nach ihm suchen. Irgendwas Auffälliges? Woran erkenne ich ihn? Lass mal überlegen. Tja, er ist ein Halbling, wie ich. Hat helles Haar. Reicht das? Muss es wohl. Bis dann. Tja, okay. Also wieder ein Such. Eine Suchmission. Weiter so, Plätze. Warum sind eigentlich die, viele der Missionen immer suche das erstmal? Aber der Unterschied zu den anderen Spielen ist halt, dass sich hieraus immer wieder irgendwas Geiles entwickelt, oder? Das ist halt der Unterschied zu vielen anderen Spielen. Und deswegen liebe ich Witcher so sehr. Deswegen liebe ich dich auch, Geralt! okay, hier waren wir auch schon mal. Oh, was ist denn hier los? Los, lauf! Warte mal, was waren das nochmal? Ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was das bedeutet. Diese Punkte. Sieht man die hier? Was waren das? Was sind das nochmal für Punkte? Was bedeuten die nochmal? Nicht so schnell, Plätze. Unter uns ist da was? Ich weiß nicht, schon wieder vergessen. Jetzt steckt der Schatz. Aha. Nee, Schätze brauchen wir nicht. Ich bezweifle eh, dass ich habe so ein hohes Level, ich bezweifle eh, dass wir hier nochmal irgendwas finden, was viel, viel besser ist. Wenn überhaupt so minimal, vielleicht mal hier 5 bis 10 Punkte oder so. Was ist hier los? Okay. Ich sollte mich ein wenig umsehen. So. Alter, was ist denn hier los? Rudelbumsen oder was? Okay. Ja, wie soll ich den denn jetzt finden hier? Was hier passiert? Der Wagen des Kräuterkundlers. Da ist etwas Blut. Folge der Blutspur, machen wir doch. Blut, getrocknet, ein paar Tage alt. Ach, lass mich raten, irgendein riesen Waldmonstervieh oder so hat ihn wieder verschleppt oder so? Neue Markierung Erde. Aha. Die Spur ist kalt. Muss mich umsehen, fragen. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Aber hier ist doch keiner. Nicht dumm? Ach doch, da hinten, jetzt. Ich habe nur dieses Haus hier gesehen, übelst abgefuckt sieht es aus. Hallo. Zwangsvollstrecker. Gut, dann fragen wir mal nach. Hier, guck mal, ich mach sogar Licht. Jut, hör mal. Wir haben Besuch. Was führt dich zu uns, Herr? Hast du dich verirrt? Nein, ich suche jemanden. Ah, sprich nur.
Vielleicht können wir ja helfen. Was für ein Ort ist das hier genau? Ein Dorf. Sieht man doch. Ich sehe aber nur verlassene Hütten. Ja, wir sind die Letzten. Die Jungen sind in die Stadt gezogen, suchen Arbeit und die Alten sind alle tot. Nicht wahr, Jud? Stimmt genau. Ich suche einen gewissen Volkert. Helles Haar, Halbling. Klingelt da was? Ja, ich hab jemand Kleines gesehen. Beim Kräutersammeln. Mhm. Bis ihm was zugestoßen ist. Da war eine Blutspur. Die hat mich hergeführt. So ist es. Wölfe haben ihn angegriffen. Er hat hier Schutz gesucht. Ich sagte zu ihm, zurück in die Stadt, junger Herr, hier draußen ist es gefährlich. Aber der Idiot blieb stur, wollte vorher noch seine Blümchen sammeln. Er ist wieder in den Wald gegangen und dann verschwunden. In der Nacht heulten die Wölfe, hat mir kalte Schauer den Rücken runtergejagt. Und wo sind seine Überreste? Wölfe hätten was übrig gelassen. Die Stiefel etwa. Wir haben nicht nach ihm gesucht. Wir sind zu alt, um durch die Wälder zu streunen. Bis dann. Irgendwie kommen die so rüber, als wäre ihr das eh scheißegal. Ist wahrscheinlich auch. Ich dachte, wir müssen das jetzt hier erstmal überprüfen, ob das überhaupt stimmt. Glaubt ihr das jetzt einfach so? Ich meine, er sagt ja selber, da müssten noch die Klamotten übrig bleiben oder Stiefel oder hast du nicht gesehen. Seine geile Wanderermütze. Irgendwas. Juckt den anscheinend nicht, Geralt. Schnell abhaken den Auftrag, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt schon war mit der Mission. Da kommt jetzt bestimmt noch was. Hallo. Volkert, dein Lehrling. Ich weiß, was mit ihm passiert ist. Raus damit! Ich bin fast gestorben vor Sorge. Ich habe Zeugen gefunden, die sagen, Wölfe hätten ihn angefallen. Hat erst überlebt, ist aber erneut in den Wald, um Kräuter zu finden. Da hat sein Glück ihn verlassen. Ah, ein Schatz, der Gute. So pflichtbewusst. Ein Jammer. Naja, hier ist dein Gold. Es wird dir sicher gute Dienste leisten. Ernsthaft? Das war's? Das war schon alles? Okay. Das ist jetzt ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Na gut, dann gehen wir dieser Mission nach noch. Das verwundert mich jetzt aber wirklich, ohne Scheiß. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, ich dachte jetzt, ja, nee, aber ich gehört die Lügen, oder nee, ich habe gehört, die sind so drauf. Im Wahrheit sind die beiden alte Werwölfe oder so. Keine Ahnung. Das war ein bisschen billig jetzt, ehrlich gesagt. Ich bin echt verwundert. Hab ich irgendwas übersehen oder so? Also, ich meine, ich habe es ja abgeschlossen, aber das kommt mir irgendwie so untypisch vor. Beweg dich! Es wird bald vorbei sein! Ja. Ich wollte mal kurz hier lang reiten, um zu gucken, was hier ist. Die mache ich jetzt aber nicht weg. Rette dich, Plötze! Schön, Mann.
Willst du schon wieder heilen hier oder was? Kannst du knicken, ja? Weg mit dir, weg, 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 weg. So. Noch jemand Stress? Ja. Bam, bam. Alles gut, Blitze. Alles gut. Hallo. Ist hier jemand? Lass mal die ganze Bude ausräumen wieder. Riecht nach Lösungen. Reagenzien. Was die da wohl machen? Schau mal, zieh dich, du scheiß Ghoul, ey. Lächerlich, da klappt er auch schon zusammen. Nimm mal diese Fürze, die denken, die können sich mit uns anlegen. So, was ist hier los? Hm. Okay. Riecht nach. Die haben Fistech gekocht. Fast die ganze Ausrüstung ist weg. Nur nicht die kaputte. Das ist wohl wahr. Gefährliche Branche, Narkotika. Offenes Fenster, Stiefelabdruck auf dem Bett. Da hatte es jemand eilig. Aha, aha. Aber die Frage ist, warum? That's the question. Fußspuren. Ungleichmäßig. Hier ist jemand durchgelaufen. Hm. Das ist die Frage, wo sind die Fußspuren hin? Ah, hier. Immer noch. Hier hat er angehalten, sich versteckt und ist weitergelaufen. Die Narbe auf der Stirn, das muss Kläubert sein. Bolzen im Rücken, tief drin. Kam also aus der Nähe, wahrscheinlich aus Richtung Dorf. Okay, wurde er gejagt oder was? Wahrscheinlich ist er deswegen auch geflüchtet, oder? Aber kann ja auch sein, dass irgendjemand nur nachgefragt hat hier, wie sieht's aus, Kläubert? Aus Richtung Dorf, ja. Ah, da war was. Armbrustbolzen und Fußspuren. Tief. Der Schütze muss schwere Rüstung getragen haben. Bogendorf. Hä? Wieso wurden das gerade eben nicht freigestellt? Ich steppe doch hier die ganze Zeit schon lang. Na, geh, oh Mann. Hufabdrücke, die führen zum Hügel. Da ist noch jemand. Ah, ich hab keine Angst. Sollen sie ruhig kommen? Was sagt ihr jetzt, ja? Guck mal. Ist das jetzt ein... Das ist ein anderes Schwert, wa? Hat das keinen Blutungseffekt, ey? Sagt goodbye! Können tut ihr trotzdem nichts. So, Moment, ich muss mal kurz meditieren, damit meine Fläschchen wieder aufgefüllt sind. Ist immer besser. Nicht, dass ich gleich direkt wieder in den nächsten Kampf. Da vorne ist ja noch einer. Ach, scheiß auf den. So. Sehe ich da vorne schon jemanden? Liegt da irgendwas? Nee.
Ich dachte, das wäre was. Na, wo bist du denn jetzt? Komm, zeig dich doch jetzt. Besiege die Ritter. Aha. Na Jungs? Ach, ihr seid normale, kleine Banditen. Zack, weg. Ich weiß ja nicht, ob ich die schaffe, Sieht echt überhaupt nicht danach aus. Boah! Hat der sich gerade gefreut? Die Sacknase? So sieht's aus. Das wollte ich gar nicht. Mach doch erstmal den hier platt. Na, schlägst du mal zu? Drück die ganze Zeit Dreieck, Alter. Das schlägt einfach nicht zu. So, zack. Was ist denn los mit dir, Geralt? Ah, da war der Brief mit den Befehlen. So, hier Feuer ausmachen. Immer aufpassen hier. Nicht, dass der Wald in Brand gesetzt wird. So, bevor wir das tun, bevor wir das lesen, erstmal alter Schwede. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Loot, loot. So, okay, lesen wir mal. Wer hat denn den Auftrag gegeben überhaupt? Was ist hier los? Zeig her, zeig her. Donner, ich warne dich, schnupf noch einmal so viel Fistich und du landest im Totenwald, so wie dieser wahnsinnige Fistich, Junker Peter. Deine Aufgabe ist es, das Zeug zu verkaufen, nicht zu inhalieren. Hunderttausend heulende Höllenhunde. Mhm. Also Drogenhändler. Befehle zum Angriff auf Bogendorf. Ich habe Gerüchte gehört, dass sich in dem einstmals verlassenen Dorf Bogendorf neue Einwohner niedergelassen haben. Eine Gruppe gemeiner Banditen hat das Dorf übernommen, um dort Fistich herzustellen. Dies können wir nicht zulassen. Ich erteile den Befehl, das Dorf anzugreifen und dieses nutzlose Pack auszulöschen. Wir werden an jedem von ihnen ein Exempel des Schreckens statuieren. Bringt alle Ausrüstungsgegenstände und Verräte. Ulrich! Nee, jetzt sag mir mal bitte wenigstens, dass wir noch Ulrich auch noch aufsuchen gehen und dem das Handwerk legen. Dem Schurken. So. Tatsächlich, ja, alles klar. Heben wir jetzt ein Meth-Labor auf oder hoch? Nehmen wir jetzt ein Meth-Labor hoch oder was? Das wär's ja jetzt. Egal, Leute, ey, was es ist und was es nicht ist, checken wir dann einfach beim nächsten Mal, Leute. Das war's dann an dieser Stelle erstmal. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen so ein bisschen. Und ihr könnt ja gerne natürlich ein bisschen Feedback dalassen und beim nächsten Mal einschalten. Danke fürs Zusehen, wie gesagt. Haut rein und tschüss.